Eine besondere Chartformation bei Brent Öl. Heißt das, dass die jüngste Erholung, kaum dass sie begonnen hat, auch schon wieder vorbei ist? Fragen wir an Zertifikate aktuell Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Erd. Ja, wir haben eine besondere Chartformation bei Brent. Die heißt Bearish Engulfing. Was erstmal ist das? Ja, also wie der Name zumindest schon mal sagt, bei Bearish, da kann man schon mal sehen, das ist also eher auf fallende Kurse, also ein Signal für eine Trendumkehr an der Stelle. Und ich glaube, am besten schauen wir uns das mal am lebenden Objekt an. Das ist eine Formation aus der Candlestick-Theorie, also der Charttechnik mit Candles. Und hier ist das der Brent auf Wochenbasis. Und was meint man beim Bearish Engulfing? Schauen Sie sich mal diese große rote Kerze an, die wir hier haben. Also rote Kerze heißt fallende Kurse. Und der Docht zeigt die, sage ich mal, Amplitude des Aktienkurses an. Und hier oben war dann die Eröffnung und hier unten, Entschuldigung, war dann der Schlusskurs. Man sieht also, wir haben hier einen starken Rückgang im Öl verzeichnet. Und diese Kerze, dieser Kerzenkörper ist größer als der vorangegangene Kerzenkörper. Und in diesem Fall sogar noch größer. Also hier passen die 6 vorangegangenen Wochen in diesen Kerzenkörper rein. Und das zeigt so ein bisschen, also hier haben, sage ich mal, die Bullen haben es nach oben versucht, sind kläglich gescheitert und dann ging es rauschend nach unten. Und das ist eine Formation, also wir sehen es ja auch, wir kommen ja hier eigentlich aus einem positiven Trend nach oben. Und hier wurde dann dieser Trend erstmal gebrochen und sehr deutlich. Und das ist eine Formation aus der technischen Analyse, also der Charttechnik in diesem Fall, die eher auf fallende Kurse setzt. Also man könnte sagen, das Brent ist auf der technischen Ebene jetzt gerade angeschlagen. Also in einer Woche sozusagen das ausgemerzt, was 6 Wochen zuvor passiert ist. Brent kämpft nun gerade mit der 70-Dollar-Marke. Was bedeutet da das Trendmuster? Welche Unterstützungen müssen da jetzt halten, wenn Sie sagen, es ist ein bärisches Signal und es steht für Abwärtskurse? Ja. Also welche Unterstützungen sind wichtig? Die 38 Wochen und die 50 Wochen, das ist so bei 67,80 rum. Da haben wir nochmal eine Unterstützung. Also hier in diesem Bereich, wenn wir da runtergehen und dann, wir können es jetzt gar nicht sehen, aber beinahe weiter zurückgehen, bei 67, da haben wir auch nochmal so ein Maihoch aus 2015, das ist jetzt schon sehr weit zurück, das wäre auch nochmal eine Wiederunterstützung. Also da sind wir so bei den 67 und dann wirklich unter der 67 haben wir wirklich auch, dann scheint so als auf der technischen Ebene, als wenn die Bären hier wirklich die Oberhand gewinnen. Und dann kann es durchaus runtergehen. Also dann sind wir so die ersten Widerstände irgendwo wieder im Bereich von, was haben wir da, 56. Das ist die 200-Wochen-Linie. Und dann sind wir auch 56, sind wir in diesem langen Aufwärtstrend, den wir hier noch haben. Den haben wir auch noch mal da. Da wäre dann der nächste Widerstand. Also es ist jetzt noch nicht, also ganz wichtig, es ist angeschlagen. Aber es heißt jetzt noch nicht, dass es nach unten geht. Aber man sollte sich auf jeden Fall so die 67, 70 und spätestens die 67 dann darunter haben auf jeden Fall auf der technischen Ebene ein klares Signal dafür, dass dieser Trend jetzt erstmal hier kurzfristig gebrochen ist. Sie sagten schon, charttechnisch gilt Brent jetzt als angeschlagen. Wie sieht es fundamental aus? Wir haben da die Weltkonjunktur, die schwächer wird. Wir haben immer noch den Handelskonflikt, beziehungsweise was wiegt schwerer? Das ist die große Frage. Also grundsätzlich muss man sagen, über allem schwebt eigentlich das Damoklesschwert des Streits zwischen China und USA. Also den Handelskrieg, der jetzt immer weiter in jede Runde geht, der hat natürlich zwei Aspekte. Zum einen die Unsicherheit, was einfach für Investitionen Gift ist und das natürlich dann auch die Nachfrage nach Öl in gewissem Maß eingrenzt. Und viel schlimmer wirkt natürlich das Thema, wenn es wirklich weitergeführt wird, wird weniger exportiert. Das heißt, es wird weniger transportiert, es wird weniger produziert. All das hängt natürlich direkt mit dem Ölpreis zusammen. Und wir sehen es ja schon in China, wo jetzt schon das Wachstum ein bisschen ins Stottern gerät. Und wenn natürlich die Weltwirtschaft ins Stottern gerät aufgrund dieses Handelskonfliktes, dann hat das natürlich auch einen direkten Einfluss auf den Ölpreis, weil dann wird weniger produziert, weniger transportiert, weniger investiert. Und das führt natürlich dann auch zu fallenden Kursen. Also das auf der fundamentalen Ebene. Wir haben dann natürlich, sage ich mal, auch noch so Scharmützel, Venezuela, Iran, die da nicht mehr produzieren können. Dann haben wir noch mal das Thema auch die OPEC, die trifft sich dann noch mal im Juni mit Russland, die grundsätzlich von dieser Ölpreisentwicklung, erstmal muss ja sagen, seit Jahresende letzten Jahres haben wir 50% nach oben gemacht. Also die sind eigentlich ganz glücklich damit, was da noch mal passiert, ob man da vielleicht auch wirklich schon reagiert und sagt, ja, wenn die Weltwirtschaft abkühlt, werden wir auch gleich durch Rückfahren der Produktion oder der Förderung entsprechend gegenreagieren, um halt nicht wieder einen Verfall des Ölpreises zu erleben, wie wir dann Ende des letzten Jahres hatten. Also grundsätzlich muss man sagen, auf der fundamentalen Ebene zwei Seiten da. Zum einen die OPEC, die natürlich an diesen Preisen interessiert ist. Und zum anderen haben wir diesen schwelenden Konflikt USA-China, der sich dann auch auf die Weltkonjunktur auswirken könnte.
in conclusio all dessen, wie kann man Brent dann derzeit handeln, möglichst entspannt handeln? Ja, entspannt handeln ist sicherlich nicht, wenn man das über die Terminbörsen macht. Das ist für den Privatanleger natürlich auch schwierig, wenn er dann da 1000 Barrel, sage ich mal, geliefert kriegen würde. Das möchte keiner haben. Im Endeffekt ist die Lösung dann, das Ganze über Zertifikate abzubilden, die sich dann halt immer auf die jeweiligen Kontrakte bilden. Und das Ganze auch wenn wir hier Bewegungen sehen, die 50% kann man sagen für Anlage, für Anleger war das gut, natürlich noch spannender, auch gerade diese Kerze haben wir gesehen, für Trader, also wenn hier Bewegung ins Öl reinkommt, dann sind die Trader aktiv und die wollen das Ganze über Hebel machen. Mhm. Wir haben jetzt hier beispielhaft mal exemplarisch, genau. Genau, Open-End-Turbo-Optionsscheine auf Brent Future mitgebracht. Und da sieht man halt, wir haben jetzt mal hier 50-60 sozusagen auf der Long-Seite. Also was heißt das? Ich habe hier bei diesem beispielsweise einen Basispreis und Barriere von 60, knapp 60 Dollar das Barrel. Der hat einen Hebel von 7,83. Das heißt, wenn jetzt das Brent um 1% steigt, dann steigt der Wert meines Turbos um 7,83% in etwa. Und wenn er um 1 fällt, dann verliert er um dieses. Da sieht man schon, mit welchem Hebel das abgebildet wird. Das Ganze auch nochmal auf der Short-Seite mit 80 und 90. Also wenn man hier sagt, ich habe beispielsweise 80 als meinen Basispreis. Wenn der Markt um 1% fällt, dann habe ich halt, liege ich 5% vorne und umgekehrt natürlich das Gleiche. Ganz wichtig hier an der Stelle, hier oben steht es auch, das ist auch, glaube ich, wichtig, wenn man sich um Terminmärkte kümmert, sowas wie Brent und Co. Es gibt nicht den Ölpreis, sondern es gibt viele verschiedene Ölpreise, weil die Käufer und Verkäufer einigen sich über die Terminmärkte für Lieferungen zu bestimmten Zeitpunkten. Also man kann auch... Man will es ja nicht geliefert haben. Ja, also... Dann holt man es in den nächsten. Dann, genau, für den Trader, der möchte es nicht geliefert haben, aber ich sage mal, eine Fluggesellschaft möchte vielleicht jetzt schon den Ölpreis in einem Jahr sich sichern. Mhm. Deswegen, es gibt nicht den Future. Das heißt auch, und wir ziehen uns jetzt gerade auf den August an der Stelle, wenn es aber Richtung August kommt, dann wird diese Position, die wir dann haben, verkauft. Wir sehen, das sind Open-End-Produkte, die also rein theoretisch ewig laufen könnten. Und dann ist es so, dann wird der nächste Kontrakt dann wieder gekauft. Also der eine Kontrakt verkauft, bevor es wirklich zur Lieferung käme und ein neuer Kontrakt kommt, wird gekauft. Und dieser Kontraktwechsel, der ist nicht mal 1:1, darauf sollte man dann halt auch achten. Also es kann sein, dass wir, sage ich mal, bei 68 sind wir aktuell im August und bei 67,20 sind wir im September. Das heißt, da haben wir dann irgendwo 80 Cent Unterschied, weil ein neuer Kontrakt kommt und die nicht genau deckungsgleich sind, weil da die Erwartungen für den September wieder ein bisschen andere sind. Und entsprechend wird auch eine Anpassung in den Barrieren vorgenommen. Das sollte man wissen, das sollte man auch erstmal verstehen. Wenn aber der eine, der nächste Future im Preis unterhalb des aktuellen Futures liegt, wie kann man trotzdem als Rohstoffanleger dann tatsächlich einen Gewinn machen? Ja, das ist ganz wichtig. Man sollte sich diese Future-Kurven auch mal anschauen. Also das kann man machen, das gibt es über die Terminbörsen, kann man das kostenfrei einsehen. Und wenn man beispielsweise den Dezember uns anguckt, Dezember diesen Jahres, da sind wir schon bei 65,80. Das heißt, man könnte jetzt einen Kontrakt 65,80 kaufen mit Lieferung im Dezember. Und ein bisschen kann man daraus antizipieren, naja, wenn wir im Dezember wirklich bei 65,80 sind, was ja jetzt einen Rückgang bedeuten würde, werde ich damit kein Geld verdient haben mit so einem Hebelpapier beispielsweise, sondern eher noch aufgrund der Kosten Geld verloren haben, sondern es müsste dann schon deutlich darunter sein, also weil das im Markt schon eingepreist ist. Und deswegen sollte man sich auch immer diese Future-Kurven anschauen. Grundsätzlich aktuell im Öl sehen wir weiterhin auf die Zukunft fallende Preise. Das heißt, das ist in gewissem Maß schon im Markt reingerechnet und da muss halt auch der Trader ganz besonders natürlich bei so einem Kontraktwechsel immer darauf achten. Und es muss dann schon deutlich, diese Kurve muss dann deutlich nach unten gehen, damit ich dann auch mit einem Hebelprodukt daran partizipieren kann. Okay, also das ist das Risiko, dass man den Terminmarkt immer im Blick behalten muss. Das hat man bei allen Terminmärkten, so wie der Name schon sagt, es sind immer neue Termine, die da kommen. Das ist nicht wie ein Aktienchart, der immer nacheinander läuft, sondern es wird eigentlich unterbrochen, der nächste Terminkontrakt. Und es ist eigentlich eine Zusammenkettung von vielen Terminkontrakten, die am Ende ein Chartbild bringen. Aber dazwischen sind eigentlich immer solche, ich sag mal, Lücken, die sich durch den Kontraktwechsel ergeben. Okay, Matthias Hüppe, vielen Dank. Gerne. 70 Dollar, da ist der Brent-Preis ungefähr gerade, aber das könnte sich schon wieder erledigt haben. Nach der langen Erholung seit Jahresbeginn von ungefähr 50%. Denn die Chartformation, die da jetzt dahinter steht, heißt Bearish Engulfing. Und das deutet auf einen Trendwechsel hin wieder zu fallenden Kursen, sodass deutlich weniger beim Öl demnächst zu erwarten wäre. Nichtsdestotrotz, über allem schwebt der Handelskonflikt und da bleiben wir so natürlich börsentäglich auch für Sie dran.